Darf ich dich kurz was fragen? Bitte. Warum bist du heute hier? Solidarität mit Israel und die schwule Community in Berlin, der ich angehöre, steht hinter dieser Aktion heute. Hinter dieser Protestdemonstration oder Anteilnahme, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Nicht? Und dafür habe ich zum CSD in diesem Jahr diese Flagge gekauft. Und da habe ich gedacht, das ist heute auch der Anlass, die wieder zu zeigen. Wie hast du den 7. Oktober erlebt? Fassungslos. Vier Tränen. Ich gehöre zwar nicht dem jüdischen Glauben an, aber ich bin jüdisch affin und deshalb hat mich das sehr schwer getroffen. Und es war schwer zu ertragen und was jetzt davon nachgekommen ist noch, was sich zugetragen hat in der Stadt, ist für mich sehr schwer zu ertragen. Ganz schwer. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen. Ich habe gesehen, dass auf Pro-Palästina-Demonstrationen Menschen sind aus der LGBTQ-Community, Queere, auch Transfrauen und Transmänner. Und da habe ich mich gefragt, warum die dort teilnehmen. Ich habe es selbst nicht gesehen. Das ist für mich natürlich die Frage, ja, wie kann ich da hingehen, wie kann ich mit einer Gruppe, die Hamas oder die Hisbollah ist und also die und vor allen Dingen der islamische Glauben ja auch die Homosexualität verbietet.